Stell dir vor, du könntest mit dem Geld, was du jetzt bereits hast, jeden Monat relativ simpel zwischen 500 und 1000 Euro dazu verdienen. Wäre das nicht eine ziemlich coole Sache? Wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleib jetzt dran, denn ich zeige dir das an einem ganz konkreten Beispiel. Momentan bekomme ich sehr viel Feedback, dass einfach Interessenten sagen, hey, ich würde gern was an der Börse machen. Ich habe ein bisschen Geld zur Seite gelegt, 25.000 Euro, 50.000 Euro, 80.000 Euro, aber ich traue mich nicht so richtig, weil ich weiß ja gar nicht, was jetzt alles diesen Herbst kommt. Wir alle wissen, okay, Gaspreise extrem angestiegen, Benzinpreise extrem angestiegen, Stromkosten extrem nach oben gegangen. Und viele denken jetzt, naja, okay, ich muss jetzt wahrscheinlich jeden Monat 200, 300, 400, 500 Euro mehr bezahlen. Und wenn man solche Mehrkosten mit einem Mal hat, also wenn du jetzt sagst, hey, 300, 400 Euro mehr im Monat, das ist ja eine Summe Geld, wenn man das jetzt mal auf ein paar Monate hochrechnet, dann tut man sich schon ein bisschen schwer, für die Zukunft Investitionen zu tätigen. Der Punkt ist aber, was wäre denn, wenn du in der Lage wärst, mit Hilfe der Börse genau diese Mehrkosten, die du jetzt hast, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr, jeden Monat auszugleichen. Und zwar nicht mit hochkompliziertem Trading, mit dem ganzen Tag davor sitzen, sondern mit ein bis zwei Trades im Monat. Du denkst, dass das nicht geht. Ne? Und du denkst, ah, wer weiß, was die da jetzt wieder erzählen und die Börse fällt doch auch gerade und so weiter. Aber das stimmt nicht. Und ich werde dir jetzt an einem konkreten Beispiel zeigen, wie du das machen kannst und ich werde sogar diesen Trade jetzt live aufsetzen. Das heißt also, ich werde ihn jetzt wirklich losschicken. Ich werde also mein eigenes Geld nehmen, werde diesen Trade machen, sodass ihr dann auch später, je nachdem, wann du das Video jetzt siehst, nachvollziehen könnt, hat denn das funktioniert? Und das wird funktionieren. Also ich bin da 110% davon überzeugt. So, um was geht's? Lass uns mal gemeinsam einen Chart anschauen. Ne? Also wir sehen hier, das ist der Ölpreis und ich habe mir jetzt hier den November Future herausgesucht. Future, du musst verstehen, es gibt ja nicht nur Aktien, sondern es gibt auch Rohstoffe, die an der Börse gehandelt werden. Und diese Rohstoffe, das sind sogenannte Terminkontrakte. Klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber das sind einfach Futures. Okay, das sind sogenannte Futures-Kontrakte in die Zukunft. Und dieser hier, das ist der November-Kontrakt. Das heißt also, die Ölhändler, die handeln mit diesem Kontrakt die Öllieferungen im November 2022. Das ist also gar nicht mehr so weit entfernt. So, und wir sehen hier, das ist die Entwicklung der letzten Jahre. Und du kannst also hier erkennen, das Ganze ist losgelaufen im 2017 und dann ist er hier runtergegangen. Ne? Das war ja das Corona-Tief. Da ist dieser Kontrakt hier runtergefallen bis auf 35. Naja, und wenn wir jetzt mal schauen, dann sehen wir natürlich, wow, da ging es hier schon sehr, sehr ordentlich nach oben. Ne? Also wenn wir das einfach mal messen, dann sehen wir, wir nehmen mal hier extrem zu extrem, also vom Tief zum Hoch. Und da sehen wir, naja, da sind die Preise schon mal hier um schlappe 200% angestiegen. Also der Ölpreis, boah, der ist schon ganz schön nach oben gegangen. Ne? Und klar macht sich das super bemerkbar. Zuletzt sind wir jetzt wieder ein bisschen runtergekommen und pendeln jetzt hier in diesem Kontrakt so im Bereich um 88, 90 Dollar etwa. So. Wie könnte man jetzt damit Geld verdienen? Und Geld verdienen kann man damit. Die meisten Leute denken immer, dass man an der Börse immer nur quasi Voraussagen treffen muss. Der Ölpreis steigt, der Ölpreis fällt. Ne? Aktien steigen, Aktien fallen. Aber es gibt viel, viel smartere Wege an der Börse, um Geld zu verdienen. Und das ist auch nichts Neues. Das gibt es schon ewig lang. Ich selbst habe mein allererstes Buch, wir blenden das mal hier ein, Optionsstrategien für die Praxis. Das habe ich bereits im Jahr 2010 geschrieben. 2011 wurde es veröffentlicht. Und da habe ich im Grunde diese Strategie, die ich heute immer noch anwende und die viele, viele tausende Kunden von uns anwenden, schon beschrieben. Also es ist überhaupt nichts Neues. Das ist kein Geheimnis. Ne? Das ist relativ bekannt. Und zwar, die Idee ist einfach folgende. Ich will dir noch mal ganz kurz aufzeigen, was machen die meisten Börsenhändler. Die meisten Börsenhändler sagen, der Ölpreis wird jetzt hier, der wird steigen. Okay? So, dann gibt es andere, die sagen, der Ölpreis, der wird jetzt fallen. Und dann gibt es vielleicht noch die Dritten, die sagen, naja, der Ölpreis, der wird seitwärts laufen. Okay, jetzt mal egal, was du persönlich denkst,
Drei Möglichkeiten gibt es. Das heißt, statistisch gesehen liegst du nur zu 33% richtig. Ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, der Ölpreis wird steigen, ja, der kann halt auch seitwärts gehen und er kann auch fallen. Und wenn du sagst, er wird fallen, ja, kann er halt auch seitwärts gehen, er kann auch steigen. Also du siehst, es ist gar nicht so einfach, diese sogenannten direktionalen Ansagen zu machen, wohin entwickelt sich ein Markt. Und deswegen handeln wir sehr, sehr häufig Strategien, die gar nicht davon ausgehen oder gar nicht das Ziel haben, uns festzulegen, geht der Markt jetzt nach oben oder geht er jetzt nach unten oder seitwärts, sondern wir sagen, hey, der Markt, der kann sich auch in einer bestimmten Bandbreite bewegen. So, und ich lösche hier mal alles, ich lösche das hier mal wieder raus, was ich gerade eingezeichnet habe und mache nur noch mal eine Sache rein, weil die ist wichtig, nämlich wir schauen uns noch mal an, den Preis seit Beginn des Jahres. Also hier, das ist seit Beginn des Jahres, also das siehst hier hoch und jetzt runter. So, und was machen wir jetzt? Wir könnten zum Beispiel sagen, okay, innerhalb der nächsten 40 Tage, ne? Das hat was mit dem Instrument, was wir gleich nutzen, zu tun. Also 40 Tage, wir haben jetzt, ich nehme das jetzt hier am 6. September auf, dieses Video, 6. September. Das heißt also hier, wir haben den 10. Oktober, ungefähr so 17. 24. Oktober. Ne? Okay, in dieser Zeit, worauf... Ich mag das Wort nicht, aber es trifft es am besten. Worauf könnten wir jetzt wetten? Anstatt zu sagen, hoch, runter, seitwärts, sagen wir überlegen mal, welche Preisspanne wäre denn jetzt relativ unwahrscheinlich, dass sie getroffen wird. Ausschließen kannst du sowas nie. Ne? Also du kannst nie sagen, das und das passiert nicht oder das und das passiert, aber was wäre denn extrem unwahrscheinlich? Und da gucken wir uns doch mal an und sagen, was haben wir denn im Markt für zwei Punkte? Also da haben wir als ersten Punkt natürlich mal, was war denn dieses Jahr der Tiefpunkt? Und das war hier im Bereich um 71 Dollar für diesen Kontrakt. Und dann haben wir hier den Hochpunkt bei ungefähr 112. Das heißt also, wenn wir sagen, okay, in dieser Spanne wird sich da der Markt jetzt in den nächsten 40 Tagen ungefähr bewegen. Aus meiner Sicht heraus relativ wahrscheinlich. Ne? Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter und sagen, okay, deswegen lasst uns doch mal Folgendes machen. Und zwar, wir sagen, und ich habe das nämlich schon im Vorfeld herausgesucht, und ich zeige es euch wirklich gleich, bleib also dran, direkt in meiner Handelsplattform. Wenn wir sagen, hier 64, ich mache uns das mal hier ein bisschen von der Farbe her anders. Also, wir sagen hier 64, auf der Unterseite und auf der Oberseite 123. Das heißt also deutlich über dem, wo wir jetzt dieses Jahr schon waren. Deutlich mehr nach oben, deutlich weiter nach unten. Und da, und jetzt kommt's, verkaufen wir einfach Optionen. Keine Optionsscheine, sondern wir verkaufen Optionen. Börsengelistete Optionen. So, ist das jetzt sehr riskant? Ist das jetzt sehr kompliziert? Weder noch. Es ist weder riskant, noch ist es kompliziert, zumindest ist es nicht riskanter, als überhaupt im Markt irgendwas zu machen. Also jeder Kauf einer Aktie ist genau das Gleiche, ne, mit denselben Chancen und Risiken. Und ist es kompliziert? Es ist auch nicht komplizierter, als wenn du verstanden hast, wie man eine Aktie kauft oder verkauft. So, und lohnt sich das Ganze jetzt? Und jetzt gehen wir mal gemeinsam bei mir in meine Handelsplattform. So, und die sieht so aus und du siehst hier, ich habe diesen Trade schon vorbereitet und da seht ihr schon, da fällt mir schon der erste Fehler auf, nämlich ich gehe gar nicht auf 123, sondern ich gehe nach oben sogar auf die 130. Also ich kann das nach oben hier sogar noch ein bisschen wegschieben. Ja? Also hier 130. So, lass uns mal ganz schnell übrigens messen, was wäre denn das überhaupt für Bewegung? Also der Ölpreis müsste innerhalb der nächsten 40 Tage entweder 46% fallen oder aber 30% fallen. So, überleg dir einfach mal nur für dich selbst, ist das wahrscheinlich oder ist das unwahrscheinlich? Ne? Okay, wir gehen wieder zurück und jetzt siehst du, dass wir, wenn wir diesen Trade aufsetzen, das heißt, wir verkaufen ja einmal einen Call, einmal einen Put, wie das genau funktioniert, ne? Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Ausbildungsprogramms in der Akademie. Alle unsere Kunden wissen nach spätestens 2 Wochen, wie das funktioniert. Also das ist ganz, ganz simpel. Selbst wenn du noch nie vorher mit Optionen irgendwas zu tun hattest, weißt du, wie das geht. Du weißt, wie man das in dieser Handelsplattform aufsetzt. Also das ist ganz, ganz simpel. So, und jetzt, ich habe hier natürlich ein paar Zahlen geschwärzt. Ne? Also du siehst es nicht
du siehst nicht, wie groß mein Konto ist. Das musst du auch nicht sehen, weil das ist auch völlig uninteressant. Was nämlich viel, viel wichtiger ist, sind zwei Punkte. Und zwar Punkt Nummer eins, was nehmen wir hier ein? Was können wir hier verdienen? Und wir können hier, und ich lasse die Details jetzt weg, weil wir machen jetzt hier kein Optionsvideo. Wir können hier verdienen $533. In 41 Tagen können wir $533 verdienen. Wie viel Geld brauchen wir dazu? Und das siehst du hier unter der sogenannten Margin. Und dazu benötigen wir $5.000. Und jetzt überleg mal, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du 50.000, 60, 70, 80.000 Euro hast, dann ist es doch relativ simpel, mit so einer Strategie, wenn du sie mal verstanden hast, im Monat zwischen 500 und 1.000 Euro zu verdienen. Und das Einzige, was du dazu brauchst, ist das Wissen. Sonst brauchst du nichts. Du brauchst nur Wissen. Du musst nur einmal verstanden haben, wie diese Strategie funktioniert. Und dann kannst du die losschießen. Dann kannst du das Ganze machen. Und ich würde sagen, wir geben die Order jetzt mal auf. Wir schießen die jetzt mal weg. So. Und du siehst, hast vielleicht das unten gesehen, die Order wurde ausgeführt für 53 Cent. Bedeutet auf umgerechnet $530. Ich habe jetzt $530 bekommen. Okay? $530 sind jetzt in diesem Moment auf mein Konto gewandert. Die habe ich jetzt da. Ich habe sie noch nicht verdient, weil verdient habe ich sie erst, wenn, dann gehen wir mal wieder zurück, innerhalb der nächsten 41 Tage der Preis weder über $130 steigt, noch unter $64 fällt. So, und das weißt du, was ich jetzt in den nächsten 41 Tagen mache? Nix. Ich lehne mich einfach zurück, entspanne mich und warte ganz einfach, was passiert. Für die Fortgeschrittenen gibt es dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, da kann man noch ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn du so einen Trade, sagen wir mal, alle zwei Wochen machst, und das ist jetzt hier Öl, das kannst du auf Aktien machen, das kannst du auf Erdgas machen, das kannst du auf alles möglich machen. Auf den Euro kannst du das machen. Also egal was, ne, verdienst du sehr, sehr leicht Geld. Und das ist eine total simple Strategie, die man extrem schnell lernen kann. Und deswegen, ich verstehe die Ängste, die viele haben. Die sagen, hey, so eine unsichere Zeit, wie soll man da Geld verdienen, ne, und soll ich nicht lieber warten? Aber gerade jetzt in diesen Zeiten ist es so einfach und simpel, Geld zu verdienen, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. So, und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, also Punkt Nummer eins, du handelst das bitte jetzt nicht nach. Okay, wenn du keine Ahnung hast, wie das funktioniert und nur weil du vielleicht dieselbe Handelsplattform hast oder weil du die technischen Möglichkeiten hast, wenn du aber keinen Plan hast, wie das funktioniert, geh jetzt bitte nicht her und handel das nach. Das ist also auf keinen Fall eine Aufforderung, hier irgendetwas zu tun. Ich wollte dir ein Prinzip verdeutlichen, und nach dem Motto, put your money where your mouth is, habe ich es auch mit meinem eigenen Geld gemacht. Also eigentlich nicht schlecht, ne? YouTube-Video drehen und ein paar hundert Dollar dazu verdienen. So, aber du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Punkt Nummer eins oder Möglichkeit eins, du wartest jetzt ganz einfach, weil wenn das vorbei ist, wenn dieser Trade zu Ende ist, mache ich das nächste YouTube-Video und zeige dir das Ergebnis. Und da werde ich dir zeigen, dass wir hier diese $500 verdient haben. Und die zweite Möglichkeit ist, du sagst, ich will nicht so lange warten, sondern ich will eher schon anfangen, Geld zu verdienen. Und dann nimmst du einfach mal mit uns Kontakt auf über jensraue.de/termin. Ist deine Entscheidung. Wenn du Zweifel sagst, ich glaube das alles nicht, überhaupt kein Ding. Dann bleib einfach hier im Kanal dabei, schau dir die Videos an und in spätestens 41 Tagen bekommst du ein neues Video hier, wo wir genau diesen Trade uns nochmal anschauen. Das heißt, wir gehen zurück, wir gucken uns an, was hat der Ölpreis gemacht und haben wir unser Geld verdient oder nicht. Ne? Und dann wirst du vielleicht sagen, verdammt, hätte ich es doch schon eher gemacht. Aber das ist vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, ich will da lieber mal ein bisschen abwarten. Wenn du sagst, überzeugt mich, ich will da ein bisschen mehr davon wissen, dann melde dich bei uns. Okay? Also, Fazit. Es ist nicht schwer, Geld verdienen an der Börse. Geld ist sehr, sehr leicht zu verdienen. Man muss nur wissen, wie. Und es funktioniert nicht mit 0815 Strategien, die jeder macht. Kauf jetzt diese Aktie, kauf jetzt jene Aktie, oh, die Welt geht unter. Du musst schon ein bisschen smarter sein.
Smart sein, was Cleveres machen, heißt aber nicht, dass du irgendwelche hochkomplizierten, komplexen Dinge machen musst. Ja, du musst weder Mathematik studiert haben, noch musst du ein Hedgefondsmanager sein, noch brauchst du einen Abschluss in Philosophie. Du musst einfach nur Grundrechenarten können. Und wenn du das kannst, dann kannst du an der Börse Geld verdienen. Jeden Monat zwischen 500 bis 1000 Euro. Völlig easy. Wenn du natürlich mehr Geld hast, kannst du auch jeden Monat 5000 Euro verdienen. Aber wir fangen mal klein an. Okay? Also, dir eine gute Zeit. Ich habe schon eine gute Zeit, weil ich habe jetzt schon Geld verdient. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.